Hallo Slotblock-Freunde, heute schauen wir uns ein Thema an, das schon oft vorgekommen ist, aber irgendwie nie so richtig klar wird. Deswegen heute, wir gehen tief ins Detail rein. Um was geht's? Es geht um die drei Antriebsformen, die es im Slot-Racing gibt, nämlich Inliner, Sidewinder und Angle-Winder. Schauen wir uns erstmal an, was die drei Wörter bedeuten. Eine deutsche Übersetzung habe ich nicht gefunden, deswegen benutzen wir die Wörter jetzt einfach weiter. Diese Antriebsformen bezeichnen einfach, wie Hinterachse und Motorwelle zueinander stehen. Damit wir das Ganze verstehen können, hier eine Achse und hier ein Motor. Wenn ich das Ganze so zusammenführe, dann habe ich 90 Grad zwischen der Achse und der Motorwelle. Da sprechen wir dann von einem Inliner-Antrieb. Den finden wir in den Carrera Digital 132 Fahrzeugen, beispielsweise im DTM, aber auch in den Evolution-Fahrzeugen oder hier in dem Formel-1-Fahrzeug von Policar. Jetzt geht's weiter. Jetzt andere Extrem ist, so wie es hier der Motormagnet eigentlich schon hält, wir haben den Motor parallel zur Hinterachse. Das ist der Sidewinder-Antrieb. Der findet sich vor allem hier in den 124ern. Carrera Digital 124, Sidewinder-Antrieb, Scale Auto RC2 Chassis, also das GT3 Chassis, Sidewinder-Antrieb. Und wir haben es in den 132er Bereich bei NSR zum Beispiel. Aber auch Slotted ist möglich mit einem Sidewinder-Antrieb. Man sieht es hier unten. Kommen wir aber im Detail dann noch drauf. So, was fehlt uns jetzt noch? Angle-Winder, das ist die Version genau dazwischen. Also weder Inliner noch Sidewinder. Bedeutet, Motor und Hinterachse stehen in einem Winkel zueinander. Hier steht Motor und Achse im 45-Grad-Winkel zueinander. Findet man oft diese Bauform als Mischform, beispielsweise hier bei BRM. Da sieht man, dass der Motor schräg ist zur Hinterachse. Das ist unsere Angle-Winder-Antriebsform. So, soweit ist das mal geklärt. Das sind die drei, die es gibt. Und was ist jetzt Vor- und Nachteil von diesen Antriebsformen? Hier beginnt ein Glaubenskrieg, aber das Schöne ist, in der Situation Glaubenskrieg kann es nicht geben, weil die Faktoren hier einfach Fakten sind. Es geht um physikalische Gesetze, die hier mit reinspielen, Stichwort Drehmoment zum Beispiel, also die Wirkung einer drehenden Kraft, die in eine Richtung ausstrahlt, einfach ausgedrückt, die hat Einfluss in diesen verschiedenen Antriebsformen. Und das schauen wir uns jetzt im Detail einfach mal an. Ich habe ein paar Autos rausgesucht, es geht hier nicht um die Hersteller, einfach beliebig rausgesucht, um die verschiedenen Varianten mal aufzuzeigen. Fangen wir mal an, wir haben hier ein Formel-1-Fahrzeug von Policar und das ist im Inliner-Antrieb. Zur Wiederholung, Motorwelle senkrecht zur Hinterachse. Was hat es jetzt für Vor- und Nachteile? Also wir gehen ganz objektiv ran, hier zählen keine Meinungen, sondern einfach Fakten und aus dem ganzen Sammelsurium kann man sich dann seine Antriebsform raussuchen, die für den individuellen Fall dann die beste ist. So, also hier haben wir, wenn wir unten auf das Fahrwerk schauen, einen sehr langen Motor eingesetzt und hier ist schon mal offensichtlich, dass man den Motor gar nicht von der Bauform her parallel zur Hinterachse einbauen könnte. Der muss senkrecht stehen, einfach bauformmäßig bedingt und deswegen ist in den Formelfahrzeugen schon von der Bauform her der Inliner-Antrieb bei den 132ern Pflicht. Also Faktor 1, Bauform des Slotcars und die Größe des Motorgehäuses. Hätte ich einen kürzeren Motor, könnte man natürlich über eine andere Antriebsform auch nachdenken. Schauen wir mal Bauform hier noch an. Hier haben wir den Slotted Maserati als Sidewinder und wir sehen, dass der Motor parallel ist zur Hinterachse. Antriebsform zur Wiederholung nochmal bestätigt. Und hier sieht man, dass der Motor, wenn der länger wäre vom Gehäuse her, gar keinen Platz hätte. Hier müsste man wieder auf Inliner umbauen. Und diese Umbaumöglichkeiten, die gibt es auch. Ich habe hier mal als Beispiel von NSR verschiedene Motorhalterplatten. Hier ist ein Motorhalter für den Inliner. Hier ist ein Motorhalter für den Angle-Winder und darf nicht fehlen für den Sidewinder. Also bei NSR und auch bei Slotted hat man die Möglichkeiten, mit solchen Platten oder Motorträgern verschiedene Antriebsformen in ein Auto einzubauen. Man sieht es auch hier unten beim Slotted, hier sind schwarze Abdeckplatten, die man dann draußen machen kann, um diesen Sidewinder in einen Angle-Winder umzubauen. Gut, jetzt haben wir schon mal Bauform von der Karosserie und wir haben die Bauform vom Motor. Was kommt als nächstes? Nehmen wir mal an, wir haben diesen Maserati völlig identisch, perfekt aufgebaut, einmal als Inliner,
Engelwinder, Sidewinder. Hier ist dann letztendlich sicher, dass der Inliner Probleme haben wird, dem Sidewinder nachzukommen. Warum ist das Ganze so? Hier müssen wir jetzt ein bisschen in die Physik reingehen, aber nur grob. Ich würde sagen, wir lassen die Theorie komplett weg, wir rechnen nichts. Ich zeige euch in der Praxis mal den Unterschied zwischen diesen drei Antriebsformen. Also ab in die Detailansicht. Willkommen im Slotblock Versuchslabor. Was ich euch zuerst zeigen möchte, ist der Inliner und sein Verhalten, also Motor senkrecht zum Motor. Und damit ich euch jetzt das gut zeigen kann, was ich euch gern zeigen möchte, bocke ich das Auto hier hinten auf mit Plastikkappe hier, die möglichst wackelig ist. Hinterachse ist oben. Wir haben hier vorne Strom drauf. Angelegt sind 14,8 Volt. Und ich gebe jetzt einfach mal Gas. Beobachtet einfach mal das Auto beim Gasgeben. Merken. Und jetzt machen wir das gleiche mit unserem Maserati. Ihr erinnert euch, Sidewinder, vorne Strom drauf, hinten die Achse oben und ich gebe Gas. Nochmal im Wechsel, falls ihr den Unterschied noch nicht gesehen habt. Also man sieht, der Formelwagen hier, der springt, der ist sehr unruhig beim Gasgeben und auch beim Abbremsen. Man sieht es auch vorne und an was liegt das jetzt? Unser Motor geht ja in dieser Richtung. Das heißt, unsere Drehrichtung ist senkrecht auch zur Hinterachse. Wir müssen hier Kräfte umlenken und das Ganze macht das Auto einfach unruhiger, wie dieses Beispiel ohne jegliche Berechnung einfach direkt in der Praxis zeigt. Gut, jetzt haben wir Inliner, sehr unruhig. Wir haben den Sidewinder, sehr ruhig. Gehen wir genau in die Zwischenstufe. Jetzt kommt der Revo-Slot, Engelwinder, Antriebsform. Wir geben vorne Strom drauf, hinten das Heck auf unsere Plastikkappe und schauen mal, wie es hier ist. Wir sehen das Auto auch leicht zucken. Also wie wir erwartet haben, Engelwinder ist genau in der Mitte zwischen unserem Inliner und dem Sidewinder. Zum Vergleich unser Sidewinder, dass wir wirklich sehen, wie schön ruhig das ist. Man sieht, hier ist einfach richtig perfekt, das Auto wird ruhig liegen und man hat einen riesen Vorteil mit dieser Antriebsform in diesem Versuchsaufbau. Was wir jetzt noch machen, jetzt holen wir uns einen Carrera. Wir wissen, Inliner-Antrieb hier und wir geben den vorne auf die Bahn, hinten auf die Plastikkappe und geben Gas. Jetzt zu unserer Überraschung sehen wir, dass das Auto eigentlich nicht mehr wackelt, sondern auch ähnlich wie unser Sidewinder sehr ruhig liegt. An was liegt das jetzt wiederum? Das liegt daran, hier sind die Magnete noch drin. Wenn ich die rausnehme, dann wird auch unser DTM-Auto wackeln wie unser Formel-1-Auto. Hier im Formel habe ich keinen Magnet drin. Ihr seht im Spoiler vorne, da kann ich ja eine magnetische Halterung einbauen. Auch hier ist nichts drin, hier ist kein Magnet, nur der Motor selber hat eine magnetische Wirkung, aber sehr minimal hier im Formelfahrzeug. Beim Sidewinder hier haben wir auch kein Magnet drin. Hier nochmal der Beweis, alle Magnete entfernt und trotzdem liegt der so ruhig. Machen wir doch zum Spaß noch einen Test mit einem 124er, unser bekannter BMW. Bocken wir den mal auf, der bräuchte jetzt natürlich nur 12 Volt, 14,18 an der Bahn. Wir schauen, was passiert. Also man sieht keinerlei Wackeln. Der liegt einfach ruhig beim Gasgeben und auch beim Bremsen. So, jetzt habe ich keinen Inliner da in 1:24, nur diesen Engelwinder. Wir probieren es mit unserem BMW 2002 noch aus und dann sind wir mit unserem Versuch eigentlich auch schon durch. Also hier passiert auch nicht viel aufgrund des Gewichts. Wir haben ein Metallfahrwerk, es liegt dieses Auto auch schon sehr satt. Wir sind nahe dran am Sidewinder, aber genauso nah sind wir eigentlich am Inliner dran. Ist jetzt eine Ansichtssache, aber unser Versuch zeigt, der Engelwinder bringt trotzdem jetzt keine große Unruhe in unseren BMW. Was so schön war, zum Schluss nochmal den Formel und dann geht's zurück ins Studio. So Freunde, ich hoffe, ihr habt gut gesehen, was die Unterschiede sind in den Antriebsformen. Gehen wir nochmal jetzt ins Generelle zurück bei den 124ern. Da ist das Inliner-Chassis eigentlich verschwunden. Findet man nicht. Man findet den Sidewinder bei Carrera, bei Scale Auto und den Engelwinder. Aber Inliner ist mir jetzt so
gar nichts mehr gängig. Also ich habe auch bei mir im Shop gar kein Inliner-Fahrwerk im Maßstab 1 zu 24. Es gibt noch ein paar Exoten bestimmt. Ich weiß auch noch, damals in der Gruppe 245, da wird in der Gruppe 2 zwingend ein Inliner-Fahrwerk gefahren. Ob es noch so ist, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob hier noch Inliner gefahren wird. Aber von damals weiß ich noch, es war immer am schwierigsten, dieses Gruppe 2-Fahrzeug schnell zu bekommen, eben wegen diesem Inliner-Antrieb. Also, wenn ihr die Wahl habt, wenn alles hinhaut, vom Getriebe her, vom Motor her, von der Bauform, nehmt euch einen Sidewinder, da seid ihr so schon mal auf der sicheren Seite. Wenn es dann darum geht, andere Motoren zu fahren, längere mit längeren Motorgehäuse oder ihr habt irgendwie Probleme mit eurem Wunschgetriebe, dann ist das ein Faktor, der vielleicht auch mal für eine andere Antriebsform spricht. So, und dann gibt es noch einen Sonderfall, beziehungsweise es ist kein Sonderfall. Ich nehme als Beispiel mal Auto Bianchi von TS. Das ist ein Auto 1 zu 24 mit Frontantrieb, aber auch hier sieht man den Engelwinder-Antrieb und der ist aber an der Vorderachse platziert. Also unsere Antriebsform ist es keine neue, sondern einfach nur an der anderen Achse, aber das Prinzip, das wir besprochen haben, bleibt hier mal das gleiche. Ein weiterer wichtiger Gedanke in Abhängigkeit von diesen Antriebsformen ist das Thema Gewichtsverteilung. Schauen wir uns mal einen Inliner an. Hier liegt der Motor richtig schön zentral, kann man sagen, auf der Längsachse des Autos. Müsste eigentlich eine sehr gute Gewichtsverteilung sein beim Fahren. Nehmen wir den Engelwinder. Hier ist es nicht so optimal. Der Motor liegt ja leicht schräg. Wenn ich jetzt die Längslinie ziehe, ist es auch nicht mehr symmetrisch verteiltes Gewicht, weil der Motor ja eben schräg steht. Wäre hier ein Nachteil. Dann sind wir beim Sidewinder. Da ist es wieder besser, also wie beim Inliner. Gewicht liegt hier vor der Hinterachse und liegt schön symmetrisch, wenn ich mir wieder die Fahrzeugachse hier denke. Von dem her ist Gewicht auch besser verteilt und ich habe den Motor sehr nah an der Hinterachse. Das bedeutet, wir haben hier sehr viel Gewicht, nämlich das Gewicht vom Motor, das nach unten wirkt mit seiner Gewichtskraft. Vielleicht auch, wenn ihr ein Motor habt mit magnetischer Wirkung, wirkt der direkt im Bereich der Hinterachse und zieht das Auto nach unten, beziehungsweise er drückt es nach unten. Die drei Bauformen, das sind jetzt die Klassiker. Es gibt auch ein paar Exoten, zum Beispiel von Fly gibt es Inliner, die ihren Motor vorne verbaut haben und über eine lange Welle wird dann die Hinterachse angebaut. Oder es gibt Modelle, die den Motor hinter der Heckachse haben und dann ist mit der Gewichtsverteilung auch nochmal anders. Aber der Motor auch, bei Ninco gibt es das beispielsweise, wenn der Motor hinter der Hinterachse ist, dann ist er auch parallel zur Hinterachse und somit ein Sidewinder. Ich hoffe, ich konnte die Unklarheiten in Bezug auf die Antriebsformen beseitigen. Wenn noch irgendwas offen ist, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder weg von der Theorie. Es geht zurück auf die Bahn zum Tracktest mit dem Scale-Auto hier und dem Lexan-Inlay. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss.